Wir haben keine Zeit. Wir funktionieren nur noch. Und da ist für mich immer die Frage, du kennst diesen Spruch, wer keine Zeit hat, kann keine Prioritäten setzen. Das mag erstmal wie so eine Backpfeife für dich klingen, aber was dahinter steckt, ist letztendlich sich klarzumachen, okay, wie kann ich meiner Beziehung auch eine gewisse Priorität geben, einen Fokus legen? Zuallererst, dass ihr überhaupt mal wieder Zeit zu zweit habt, Qualitätszeit, die ihr genießt, und dann, dass ihr euch über euch als Paar unterhaltet. Das aber bitte getrennt voneinander. Das sind zwei verschiedene Mahlzeiten, die ihr da zu euch nehmt. Und für mich ist eher die Frage, wenn ich höre, keine Zeit. Gibt es einen Grund, warum du diesen Austausch vermeidest? Hast du Angst vor Verletzungen? Hast du Angst davor, Klartext zu sprechen? Also das heißt, da geht es auch viel für mich um das Mindset. Und hinterfrag dich mal, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, was ist dahinter vielleicht?